Magie! Das ist Magie! Das hier ist noch nicht vorbei! Ich nehme euch mit hinter die Kulissen von unserer Audioproduktion vom Fantasybuch Runed, das verschollene Auge von R.R. Stein. Leute, das ist Kino für die Ohren. Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Versteckt euch und kommt erst wieder raus, wenn wir es sagen. Der Junge schluckte und die drei spurteten in Windeseile hinter einen großen, umgestürzten Baum, vor dem einige Sträucher zusätzliche Deckung gaben. Schwer atmend vor Angst lagen sie auf dem Bauch und spähten zwischen den Ästen hervor. Ihnen stockte der Atem, als sie sahen, wie der Reiter an der Spitze der fackelschwingenden Gruppe mit seinem Pferd vor den beiden kleinen Männern zum Stehen kam. Ich bin hier in Berlin bei den Mediapaten. Die sind darauf spezialisiert, Hörspiel- und Hörbuchaufnahmen zu machen. Was bei dieser Audioproduktion hier besonders ist, wir haben eine sogenannte inszenierte Lesung. Das kennen die wenigsten Leute, diesen Begriff. Das ist eine Mischung aus Hörbuch und Hörspiel. Weil ein Hörspiel ist eigentlich komplett gespielt. Gespielt für die Ohren, kann man sagen. Wie ein Film, aber für die Ohren. Und der Erzähler spielt in einem Hörspiel nicht so eine große Rolle, liest vielleicht mal ein, zwei Sätze, wenn eine Szene gewechselt wird oder sowas. Aber das meiste wird eben gespielt, rein akustisch. Und bei einem Hörbuch wird eigentlich klassisch nur vorgelesen, also von einem Sprecher. Und der Sprecher ist meistens auch relativ neutral, sage ich mal. Also er liest zwar manchmal mit bestimmten Stimmungen auch vor, aber es ist relativ neutral und mittlerweile gibt es Hörbücher, die sind 17 Stunden, 18 Stunden lang und da wird gar nicht mehr so viel Wert auch darauf gelegt, ohne jetzt jemanden zu fronten, aber es wird nicht so viel Wert darauf gelegt, dass es jetzt unbedingt an jeder Stelle super geil klingt, sondern einfach, dass es aufgenommen wird und dass es halt nicht nur lesbar ist, sondern auch auditiv möglich ist. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Mischung machen, wir wollen jetzt nicht komplett eine Hörspielfassung daraus schreiben, dann müsste man es teilweise kürzen, teilweise Sachen umschreiben, neue Dialoge erfinden und so weiter. Und wir wollen aber auch nicht klassisch einfach es nur vorgelesen haben, sondern wir wollen es gespielt haben, aber in allen Ebenen. Das heißt, sowohl der Erzähler spielt den Erzähler. Wenn etwas zum Beispiel traurig ist, dann liest er es traurig. Wenn etwas spannend ist, dann liest er es spannend mit Energie, mit Inbrunst. Und wenn etwas ein bisschen ruhiger ist, dann liest er es auch ruhiger. Und wenn etwas geflüstert wird, dann fängt er vielleicht auch an, davor das schon mal vorzubereiten. Und das ist der Erzähler. Wie eine Löwin auf der Lauer sprang sie plötzlich auf und stürzte sich auf den großen, dünnen Kerl, der ihr den Rücken zuwandte. Und dann gibt es aber noch die einzelnen Figuren und jede Figur wird nochmal gespielt von teilweise verschiedenen Sprechern oder Sprecherinnen, also Schauspielern kann man auch sagen, die den Figuren quasi stimmlich nochmal Leben einhauchen, also wie auch bei einem Hörspiel. Du steckst das Messer sofort weg und sie lässt deinen Kumpel los, okay? Sie wird meinen Bruder zuerst loslassen. Aber eben mit dem Erzähler, der auch längere Passagen mal über eine Seite oder zwei Seiten auch mal erzählt und dem man trotzdem gerne zuhört und wo man ihn trotzdem an den Lippen eben hängt. Und deswegen bin ich so froh, dass Marius auch mit dabei ist, weil Marius eine super geile Stimme einfach hat. Muss man sagen, es ist für mich die Alpha-Mann-Stimme. So, ja, also es gibt wenig Männer, wo ich so sage, das ist eine richtig geile Stimme. Also da, wow, geil. Sein sonst graues Fell hatte einige weiße Streifen und das Gesicht war von einer langen Narbe gezeichnet, die von der Stirn bis zur Schnauze hinabreichte. Ich kenne Marius selber von TikTok tatsächlich und auch von verschiedenen anderen Rollen, die er schon gespielt hat, aber war ich nicht darüber bewusst, dass er das gesprochen hatte. Er hat zum Beispiel sowas wie im Videospiel von Batman gesprochen, Haus des Geldes hat er gesprochen und verschiedene andere Sachen fällt einem jetzt immer wieder auf, wenn man seine Stimme halt schon kennt, aber wenn man den Sprecher dazu halt namentlich nicht kennt oder vom Gesicht her auch nicht kennt, dann weiß man auch nicht, wer das so war. Und ich kannte ihn dann tatsächlich über TikTok und habe gedacht, der passt perfekt, weil er hat eine geile Erzählerstimme. Und der kann aber seine Stimme auch so verstellen, dass er super für die verschiedenen Rollen passt. Und wir haben in dem Buch einfach krasse Bösewichte, mehrere, beziehungsweise dunklere Charaktere, aber auch Anführer von eigentlich der guten Seite, kann man sagen, die trotzdem mysteriös sind. Wir haben so einen alten Baum, der mysteriös spricht. Wir haben einen Vater, der eher, ja, wie ein Vater halt spricht so. Und diesen Rollen, diesen Figuren kann er halt super mit unterschiedlichen Emotionen nochmal Leben einhauchen. Das heißt, er spielt jede Rolle wie ein Schauspieler einfach, kann man sagen. Fast wie in einem Film oder wie im Hörspiel auch, nur eben zusätzlich noch mit dem Erzähler. Das helle Auge, durch das die Narbe verlief, war getrübt, als wäre es blind. Welch ein Zufall! Er hob seine lange Pranke, um die anderen Reiter zum Schweigen zu bringen. Das helle Auge, durch das die Narbe verlief, war getrübt, als wäre es blind. Oh, welch ein Zufall! Er hob seine lange Pranke, um die anderen Reiter zum Schweigen zu bringen. Und dazu gibt es noch fünf weitere Sprecher.
Wir haben einmal Santiago, der ja unter anderem SpongeBob auch spricht. Willkommen zurück in der Anderswelt, Magier. Seine Stimme passt einfach perfekt für diesen Zwerg Laurin. Weil ich habe mir bei Laurin und Maurin immer so vorgestellt, das ist so ein bisschen Pinky und Brain, so, ja, auf Zwerge. Nee, aber eben, ne, nicht auf Mäuse, sondern auf Zwerge. Der eine ist so ein bisschen länger, ein bisschen dünner und so ein bisschen schlaksiger. Und der andere ist so ein bisschen kleiner, ein bisschen fülliger und so ein bisschen grummeliger. So, und Santiago ist halt super für diese Rolle des langen Zwerges, der aber der positive der beiden Zwerge ist und wegen dem ja eigentlich auch alles wirklich ins Rollen kommt. Deswegen bin ich super happy, dass er da mit dabei ist mit seiner Stimme. Oder ihr kommt mit uns, wir setzen uns an ein wärmendes Feuer, schlemmen gebratene Hühnerschenkel und ihr sterbt heute Nacht nicht. Dann haben wir ja Magdalena, die Julie spricht. Oui, die Natur und die Pflanzen haben ihre eigene Magie oder Kraft, die sie uns schenken, wenn man offen dafür ist. Olli, gebt dem Jungen seine Hühnerschenkel. Er wird zum wilden Bären, wenn er Hunger hat. Und Magdalena kennt man unter anderem von Wednesday aus der Netflix-Produktion und von verschiedenen anderen coolen Filmen und auch Serien. Und als ich ihre Stimme so gehört habe, ich habe ja quasi die Leute alle gecastet und mir auch so angehört, wer würde auf welche Rolle so passen und habe mir so verschiedene Stimmen einfach durchgehört, habe ich gedacht, das ist Julie einfach. Also ihre Stimme ist so schön, so weiblich, so irgendwie frech auch so ein bisschen. Das passt super zu Julie. Wir wollen nach Hause. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen einfach nur zurück nach Hause. Und ich finde, sie haucht ihr super Leben ein. Und das eben im Zusammenspiel mit dieser tiefen Stimme von Marius, der Erzähler, ja, der so die ganze Zeit spricht. Und dazu dann aber die hohen Kinderstimmen und auch die hohen Stimmen teilweise von Laurin zum Beispiel jetzt. Was wollt ihr von uns? Julie packte ihn fester und starrte den Kleinen an, um eine Antwort zu bekommen. Der wollte mich abstechen, Alter! Willi fuchtelte entsetzt mit der Lampe in der Luft herum. Ich bin nicht alt, Junge. Das macht halt so den Unterschied, dass es halt spannend ist, jederzeit auch zuzuhören. Also man wird sehr schnell gecatcht und bleibt dann aber auch die ganze Zeit dabei. Und das halt über so eine lange Laufzeit. Weil das ist die Kunst, finde ich jetzt gerade bei so einem Format, dass man halt alles sich anhört. Und nicht nur anhört, weil man sich jetzt einfach was zum Einschlafen anhören will oder weil jetzt eine Fahrt lang ist im Auto, dass man irgendwas hört, sondern einfach, weil man gefesselt ist und dranbleibt und gar nicht merkt, wie schnell eigentlich die Zeit verfliegt. So, das ist mein Goal mit dieser Produktion auch, dass man einfach, wow, man ist gefesselt davon. Dann haben wir Marco, den man zum Beispiel kennt aus Spider-Man. Ich hasse Spinnen. Er spricht den Miles Morales oder man kennt ihn aus Dune zum Beispiel. Da gibt es jetzt auch den zweiten Teil und hat auch eine super krasse Stimme. Und als ich seine Stimme so gehört habe, wusste ich gar nicht, dass er die anderen Sachen auch gesprochen hat. Ist mir erst danach dann so immer klar geworden, als ich mit meinem Sohn so Spider-Man geguckt habe, dachte ich, ja krass, stimmt, das ist der. Mega cool. Und er hat so eine freche Stimme auch und er passt halt perfekt einfach auf Willi und seine rotzige, freche Art. Und aber Willi macht ja in der Geschichte einiges durch und einige ja, Transformationen, kann man sagen, durch. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, passt er halt auch perfekt, weil er auch seine Stimme verstellen kann und sowohl dieses junge Freche halt hat, als auch dieses andere, sage ich mal einfach. Worauf wartet ihr? Wir müssen durch den Gang! Da drin können sie uns mit ihren großen Flügeln nicht verfolgen! Sebastian spricht Rune. Stell dir einfach vor, es riecht nach Erdbeereis. Ich find's ja immer wieder spannend, wenn du die Gesichter hinter Stimmen siehst und dann teilweise auch siehst, dass die Leute ja schon gar keine Kinder mehr sind, aber trotzdem so eine Stimme noch haben, die jung einfach klingt und was ja super cool ist. Rune mit seiner Art, der so viel nachdenkt und dann aber auch ja super über sich hinauswachsen muss. Sebastian passt einfach perfekt und ich bin sehr froh, dass er mit dabei ist. Warum erzählst du uns nichts von ihr? Glaubst du, wenn du nicht über sie redest, dann ist das Thema erledigt? Wir sind doch keine Babys mehr. Sag es uns, Papa. Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Die drei jungen Stimmen zusammen mit Marios tiefer Stimme passt einfach super. Rune war ganz alleine. Und noch etwas war eigenartig. Da sind viel mehr Steine. Und noch dazu sind sie im Halbkreis angeordnet. So, jetzt haben wir Santiago als den Zwerg mit der hohen Stimme. Und als Gegenspieler brauchen wir den zweiten Zwerg, seinen Bruder Maurin. Das spricht Rainer. Ist das alles, was du kannst? Rainer hat so eine typische Stimme für einen grummeligen Zwerg. Einfach, er hat einfach perfekt, weil ich habe die Stimme so gehört, dachte, das ist Maurin. Das ist einfach so ein grummeliger Zwerg, der ist immer so ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen pessimistisch. Aber wenn es drauf ankommt, ist Maurin einfach
der Retter, muss man so sagen. Und in dem Buch und jetzt auch in der Audioversion spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es ist mir zwergenmäßig egal, ob ihr mit uns kommt. Ihr könnt gern hier bleiben und darauf warten, dass dieser Flohfänger Rafi zurückkommt, um euch zu holen, zu foltern und noch Schlimmeres. Alle Sprecher und Sprecherinnen im Zusammenspiel, finde ich einfach mega geil. Das ist mein magisches Licht. Doch diesmal war es kein Spaß. Es war vielleicht ihre einzige Chance. Habt ihr gehört, ihr Gartenzwerge? Willi verstand den Plan seines Bruders. Er bewegte seine Taschenlampe, als wäre sie ein mächtiges Lichtschwert, und brummte dabei wie eine Hornisse. Legt das Messer weg und wir werden unsere Zauberkraft nicht gegen euch einsetzen. Noch ein Magier? Rune fühlte sich seltsam selbstbewusst. So, als wäre er ein Held in einem Fantasy-Hörbuch. Magier also? Der Kleine neigte den Kopf und blickte zu dem dünnen Kerl, dessen Gesicht inzwischen rot angelaufen war. Nicht der Magier, den du erwartet hast, aber trotzdem sind es Magier. Wir nehmen ja hier über 5 Tage auf und das ist schon relativ lang für so ein kurzes Buch eigentlich, weil es sehr aufwendig ist. Ne? Wir haben verschiedene Sprecher, es müssen mehrere Takes gemacht werden, bis es so sitzt, wie wir es schlussendlich dann haben wollen. Aber es ist absolut wert und ich sage mir, hey, lieber nehme ich so eine Geschichte, wo viel Herzblut drin steckt, die einfach auch schön ist und steckt da viel Energie rein und schlussendlich auch Geld, muss man so sagen. Aber dafür ist es einfach so, dass man sich in 10 Jahren noch anhört und denkt, wow, ist einfach geil. Ich höre es einfach gerne. Es ist einfach Kino für die Ohren. Und ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel, aber ich glaube, jetzt nach Tag 3 einfach sagen zu können, es wird ultra geil. Ich mache hier bei der Audioversion die Regie. Gleichgültiger. Nicht so, dass es dich emotional berührt, sondern Fuchs, nicht mehr gebraucht. Weg mit ihm. Ich habe zwar noch nie bei einem Hörspiel, Hörbuch die Regie gemacht, aber schon bei tausenden von Videos mittlerweile, also wortwörtlich und auch bei diversen anderen Sachen. Ich komme ja aus dem Radio und so weiter und kann einfach ganz gut einschätzen, wann etwas gut ist und wann nicht. Und ich habe genau die Vision, wie das Ganze sein soll. Ich kenne das Buch sehr, sehr gut einfach und dadurch war es relativ einfach für mich, das Ganze zu machen. Meine Rolle ist eigentlich, ich sitze hier und höre zu den ganzen Tag und gucke, was im Skript steht, was gesagt wird und wie es gesagt wird. Und wenn etwas nicht passt, dann muss ich einmal sagen, müssen wir nochmal machen, müssen wir mehr in die, beton mal das Wort mehr, geh mal da mehr rein. Mehr so Befehl zu dem ihr. Ihr. Aber wenn man professionelle Sprecher hat, muss man nicht wirklich so viel korrigieren. Es ist trotzdem, wie man kann sagen, ein Coach, ja, wenn du eine Mannschaft hast, du hast alles Profispieler, aber du musst manchmal sagen, wir machen jetzt die Strategie, wir machen jetzt mehr die Taktik oder wir gehen mal mehr da rein, hey komm, jetzt nochmal zusammenziehen, jetzt nochmal Arschbacken zusammengreifen, komm, hier müssen wir, ich weiß, es ist scheiße, aber wir müssen jetzt hier nochmal ran, damit es wirklich geil ist, denk dran, es wird krass, so, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, der Motivator und aber auch teilweise einfach in Richtung Lenker. Und wir sind jetzt bei den Bergtrollen, also keine Waldtrolle, sondern Bergtrolle. Aber die professionellen Sprecher, die wissen schon, was sie tun, die hauchen dem Ganzen ja ihr eigenes Leben, ihr eigenes Herz auch ein, kann man sagen. Und meistens lasse ich die Leute einfach machen und sage wenig. Aber wenn es halt sein muss, gehe ich halt mal rein. Dann habe ich hier hinten mein kleines Mikrofon, meinen Knopf, da drücke ich dann rauf. Er ist richtig happy jetzt. Und ich gehe nicht nur rein, wenn was nicht passt, sondern ich sage auch, gut, geil, gefällt mir, let's go, mega geiler Take. So. Ohne die Leute aber aus dem Flow zu bringen, wenn ich merke, jemand ist richtig gerade in seinem Film, richtig in seinem Flow, dann lasse ich den komplett durchquatschen. Und dann quatscht er manchmal eine Seite und danach sage ich, war geil, aber lass mal nochmal machen. So. Genau so, wie du es am Ende gemacht hast, komplett bitte. So. Aber muss halt einfach sein, weil es geht nicht um eigenes Ego. Das muss man hinten anstehen lassen, sondern es geht einfach darum, alles muss zusammenspielen, jedes Rad muss in das andere reingreifen, jeder Zahn in den anderen Zahn und dann wird es auch richtig, richtig cool. Und alle haben einen mega geilen Job gemacht und ich bin mega zufrieden damit. Alter, du hast mich gekillt. Das ist auf jeden Fall 1 Million Views TikTok, ey. Wir haben jetzt hier 353 Seiten. Die Schriftgröße ist aber relativ groß, damit die Sprecher den Text groß auch vor sich haben. Und dann gehen wir entweder nach Rollen durch. Also zum Beispiel haben wir den Erzähler komplett am Stück aufgenommen und dann die einzelnen Rollen hintereinander aufgenommen. Je nachdem, wer eine Rolle spricht, halt dann der eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Und Marius hat, wow, ich glaube 16 Stunden oder sowas aufgenommen ungefähr. Also mega krass. Seine Stimme war danach auch mehr als durch, weil er alles gegeben hatte und so viel Herz da reingesteckt hat und Leidenschaft reingesteckt hat. Geil, da haben wir ihn. Ich glaub's dir, Alter, ich glaub's dir. Lass raus. Ah, Metal Boy sagt ihn. Ja, auf jeden Fall.
Aber man hat auch gemerkt, er hat dafür gebrannt einfach. Und das mag ich, weil ich brenne auch dafür. Und ich möchte, dass jeder, der an dem Projekt mitarbeitet, dafür brennt. Ich habe keine Lust auf Leute, die keinen Bock haben, sondern ich habe Lust auf Leute, die was machen wollen. Die sagen, hey, ich will einfach was Geiles abliefern und ich brenne dafür. Und ich glaube, alle, die hier mitmachen, die tun das. Und ja, ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt es euch reinziehen auf Spotify, Audible und wo auch immer. Werde ich alles dann posten und wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, wird es schon unten irgendwo in den Links drin sein. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es noch nicht. Ich werde euch auch noch vielleicht einen kleinen Making-of-Part mitnehmen zum Sounddesign, wenn das Ganze gemischt wird, weil jetzt kommt ja erstmal der Schnitt quasi, also alles muss an die richtige Stelle. Alle Takes müssen quasi gesäubert werden, kann man sagen, von Sachen, die rausfliegen, die wir nicht brauchen, sondern wir nehmen nur das, was wir halt für das schlussendliche Spiel, Hörbuch, Kino für die Ohren brauchen. Und danach wird das aber nochmal alles gemischt. Das heißt, Räumlichkeit wird hinzugegeben. Einer spricht weiter weg, einer spricht näher dran, einer spricht von links, einer spricht von rechts. Und auch Soundeffekte kommen dazu. Wind, Regen, Wasser, Plätschern, Fußstapfer und so weiter. Und das macht es halt unglaublich aufwendig, aber auch, ich hoffe, sehr, sehr geil. Also seid gespannt. Das Buch, das gibt es seit 13. Oktober auf Amazon, auf unserer Website, wo auch immer ihr das am Ende bestellen möchtet. Es gibt eine interaktive Schatzsuche. 10.000 Euro Preisgeld für die Person, die zuerst alle Rätsel im Buch löst. Denn wir haben einen wirklichen Schatz in dem Buch versteckt, mit unter anderem Zaubertinte, die im Dunkeln leuchtet. Also auch das Buch an sich, neben diesem Hörbuch hier, ist ultra aufwendig gewesen, viel, viel aufwendiger als andere Bücher, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir das machen, wenn wir diese Geschichte rausbringen, dann wollen wir es so geil machen wie möglich. Und sowohl das Buch als auch jetzt die Audioversion davon sollen einfach dafür stehen. Julie, Willi, Rune, willkommen zurück in der Anderswelt. Magier. Wenn ihr es gehört habt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, welche Rolle euch auch vielleicht am besten gefallen hat und vor wem ihr vielleicht auch richtig Angst hattet. Und vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ja Teil 2 dann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr was gelernt habt oder es euch einfach vielleicht auch inspiriert hat und abonniert natürlich den YouTube-Kanal. Ich kann nur sagen, ey, zieht euch Runed auf allen gängigen Plattformen rein. Es wird richtig cool. Darauf habt ihr mein Wort.